Flachfans freuen sich über diesen chinesischen Ballon, weil er ihrer Meinung nach beweist, dass Satelliten wie etwa die ISS in Wahrheit an Ballons hängen. Immerhin sieht die Sonde mit ihren Solarpanels ja aus wie ein Satellit, die haben ja auch oft solche Solarpanels. Allerdings hat ein Schabrackentapir auch zwei Ohren, so wie ein Mensch. Trotzdem ist ein Schabrackentapir kein Mensch. Genauso ist ein Spionageballon kein Satellit. Ein Geheimtipp, um den Unterschied zu erkennen: Hier ist ein Ballon zu sehen, da nicht. Also nein, Satelliten hängen nicht an Ballons, sie fliegen im Weltraum.